Hallo zu einer neuen Ausgabe unserer Videowochenschau. In Lohne können Kinder und Großeltern die Puppen tanzen lassen. Anleitung gibt es dabei von der Puppenspielerin Maria Schupp aus Diepholz. Die Aktion findet am 7. April ab 15 Uhr im Adolf-Kolping-Haus statt. Und Fachleute heben einen alten Wallgraben bei der Arkeburg aus. Am Grund des Grabens hoffen die Fachleute, historische Funde zu machen. Die Arkeburg war die größte Doppelring-Wallanlage in Nordwestdeutschland. Wir starten demnächst durch mit unserem neuen Portal Karrierestart. Dort stellen euch Lehrlinge aus der Region ihre Ausbildung vor. Seid gespannt! Weitere Infos findet ihr bald in der UV. Und zum Schluss noch ein Veranstaltungstipp für euch. Am Sonntag lädt die Musikschule in Lohne zum Frühlingsfest ein. Dabei haben alle Besucher die Gelegenheit, unter Anleitung der Fachlehrerin erste musikalische Versuche zu unternehmen. Beginn ist um 14:30 Uhr. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.